5 neue Minuten. Wir haben es gerade auszugsweise zitiert bekommen, die unter anderem Heinz-Christian Strache entlasten sollen. Was steckt da dahinter? Naja, man muss ja das jetzt in Ruhe analysieren, weil einerseits wird bestätigt, was Heinz-Christian Strache ja immer und immer wieder betont hat. Er hat immer gesagt, ich habe dort immer gesagt, ich mache nichts Illegales. Ja? Und das sehen wir jetzt aus diesem Transkript, das ist aus der Justiz rausgespielt worden, das ist einsichtbar. Also da haben wir jetzt den Beweis, schwarz auf weiß, dass das tatsächlich so stimmt. Andererseits stellt sich die Frage, wenn mir jemand, den ich bisher nicht kenne, ständig derartige Seltsamkeiten anbietet, 270 Millionen, so einfach so, und ihr macht dann was und dafür kriegt ihr wieder was zurück, warum man da nicht aufsteht und geht. Also man müsste da ja eigentlich sagen, so, das war's. Also sie hat da eine Geldspritze angeboten, die Oligarchin. Das hat man ja bisher noch nicht gewusst. Sie hat ja 270 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Und was hätte Strache dafür tun müssen? Ja, das ist eben nicht genau formuliert. Und das bleibt sehr schwammig. Das wird auch nicht konkretisiert, auch nicht von dem Haupttatverdächtigen, der mehr oder weniger der Führungsoffizier dieser Oligarchin war. Die ist ja offenbar nur Schauspielerin oder Escort Lady gewesen und hat da mitgemacht. Und dieser Leitwolf, der da mitgegangen ist und immer wieder offenbar das Thema auf die richtige Linie gebracht hat, der hat das dann nicht näher ausgeführt. Was wir wissen ist, dass hier schon einiges jetzt hier auftaucht, was ganz bewusst offenbar im Mai, also am 17. Mai 2019 bei der Veröffentlichung weggelassen worden ist. So wurde uns ja allen gesagt, Heinz-Christian Strache will unbedingt das heilige österreichische Wasser verkaufen, irgendwie an böse Privatunternehmer, am schlimmsten an die Russen. Und da ist jetzt in der Textstelle sehr genau nachzulesen, nein, das ist undenkbar, ein Wasserverkauf kommt nicht in Frage. Also das ist dann genau das Gegenteil, was wir eigentlich gehört haben. Und da muss man sich schon fragen, warum wurde das weggelassen? Da gibt es nur einen Grund, um eben möglichst wenig Entlastendes zu bringen. Es hätte überhaupt nichts dagegen gesprochen, statt den veröffentlichten 5 Minuten, die wir damals gesehen haben, 10 Minuten zu veröffentlichen und eine korrekte Darstellung von sowohl des Belastenden, da gibt es eh genug, aber auch des Entlastenden zu zeigen. Und das hätte sich jeder Österreicher vielleicht ein bisschen besser seine eigene Meinung bilden können. Die eigene Meinung können sich bilden, wenn Sie auch auf OE24.at schauen. Da finden Sie jetzt alle Textstellen aus diesen neuen 5 Minuten, die aufgetaucht sind. Auch ganz interessant, weite Teile des Transkripts sind geschwärzt. Ja. Was hat es damit auf sich? Also das ist ja eine Vorgangsweise der Justiz, die wir auch schon kritisiert haben, ich persönlich auch, weil man muss ja schon sagen, das entscheidet oder kann nicht eine Person oder können auch nicht 3 Personen bei der Staatsanwaltschaft entscheiden, was wichtig ist für auch eine politische Bewertung des ganzen Falls. Dieses Transkript geht ja auch dann an den Untersuchungsausschuss, sondern das muss schon den gewählten Parlamentariern überlassen werden, was sie für relevant halten und nicht für relevant halten. Werden da Namen geschwärzt? Das wird natürlich da konkret von der Korruptionsstaatsanwaltschaft geschwärzt. Auch ganz konkret Aussagen über Personen, konkrete Aussagen, die nicht verfahrensrelevant sind, die für die Staatsanwaltschaft in den Ermittlungsverfahren keine Bedeutung spielen, das wird alles geschwärzt und das sind ja bis zu 140 Seiten geschwärzt worden. Warum eigentlich das Ganze nur als Transkript und nicht als Videofile? Man müsste meinen, in Bewegtbild mit Ton wäre da vielleicht die Situation auch noch einmal besser zu bewerten, weil viel nonverbale Kommunikation natürlich über dieses Transkript verloren geht. Natürlich, da hast du absolut recht. Und es muss natürlich weiter die Forderung des Untersuchungsausschusses sein, hier das ganze Video zu sehen und nicht nur das Transkript. Das Transkript ist jetzt besser als nichts. Also wir haben jetzt weitere 5 Minuten von insgesamt 7 Stunden. Und man darf sich das ja nicht vorstellen, dass es hier ein Video gibt, sondern dank der Aufklärungsarbeit von Professor Gerd Schmidt von der EU-Infothek und unserer Recherchen wissen wir ja, es gibt mindestens 7, 8 Videofiles und 9 Audiofiles aus dieser Finca und von den Vorproduktionen. Also wir sehen ja immer nur dann einen kleinen Abschnitt
Und was mich schon ein bisschen stört an der ganzen Sache, die Justiz war doch diejenige, die vor allem das Justizministerium hat ja doch betont, dass es ein Wahnsinn ist, dass das Innenministerium nicht sofort das Video übermittelt hat. Und jetzt warten wir schon Monate auf eine bearbeitete Version im Justizministerium, die auch an den Urschuss geht, die auch in die Öffentlichkeit geht. Ich finde, die Österreicher haben endlich das Recht, das gesamte Video zu sehen und damit man sich wirklich eine Meinung bilden kann, damit das wirklich funktioniert. Vielleicht ganz kurz nur, warum überhaupt eine bearbeitete Version? Warum nicht einfach das Rohmaterial, so wie es eben ist, völlig ungeschnitten, so wie es da aufgenommen wurde in all seinen Blickwinkeln an den Untersuchungsausschuss, der sich ja schließlich um die Aufklärung der politischen Brisanz dieses ganzen Materiales zu kümmern hat, weitergeben? Ja, es gibt da zwei natürlich wichtige Motive. Der eine ist der Persönlichkeitsschutz. Also Heinz-Christian Strache hat ja auch selbst zugegeben und sich auch dafür entschuldigt, dass er hier den jetzigen Bundeskanzler hier in ein sehr, sehr sonderbares Licht rückt. Mit einer Aussage auch einen früheren anderen Bundeskanzler hier sehr schlecht nachredet. Also das hat er sehr schon bereut und das auch sich dafür entschuldigt. Das jetzt noch einmal zu bringen, würde auch diese Personen sehr belasten. Das verstehe ich, das kann man weglassen. Was man nicht weglassen kann, ist, dass es hier auch um andere wichtige Personen geht in unserem Umfeld, auch in der Medienwelt, die hier genannt werden, und diese weiterhin offenbar im Transkript geschwärzt bleiben und im Video rausgeschnitten werden. Das kann es natürlich nicht sein. Und genau diese selektive Vorgangsweise, die da im Mai 2019 passiert ist oder passiert, ganz absichtlich gewählt worden ist, dass hier bestimmte Personen an den Pranger gestellt worden sind, auch attackiert worden sind, auch zu Recht kritisiert worden sind, und andere dann im Dunkeln des Videos, im Dunkeln der Schwärzung dann verschwinden. Also das kann es nicht sein und da darf die Justiz auch nicht mitspielen. So ist es. Wir schauen jetzt einmal rein in diese Abschriften. Da hat die Regie uns etwas vorbereitet. Und zwar für Sie noch einmal im Detail. Da heißt es unter anderem: Es gibt bei mir nur ganz korrekte Ebenen. Alles, was in meinem Leben heute angegriffen wird, ist korrekt, ja. Und es gibt bei mir keine Selbstbereicherung oder sonstige Scheißgeschichten. Das gibt es nicht, ja. Sondern es gibt, und das ist hier jetzt hervorgehoben, Interesse. Was wollen wir politisch? Wohin wollen wir politisch? Was hat die Bevölkerung? Was hat der Steuerzahler davon? Und wenn dann ein Unternehmer einen Profit hat, soll es mir recht sein, wenn es ins Konzept passt. Richard, ja. Was lesen wir da? Also es gibt da hier auch diese Textpassage, betrifft ja auch etwas diese ganze Wasserdiskussion, die da eine große Rolle spielt in diesem Ibiza-Video. Man will Heinz-Christian Strache zu der Aussage verleiten und verführen, dass er tatsächlich sagt, ja, über den Verkauf des Wassers können wir reden. Es kommt dann irgendeine verschwurbelte Aussage von ihm, man kann drüber reden, aber da muss man genau sicher sein, dass der Steuerzahler davon profitiert. Und auch, da wird das ganze Projekt dieser Bande wiederum zunichte gemacht, das muss man ja schon wirklich lachen, weil er kommt dann mit dem Satz, ja, der Verkauf des Wassers ist undenkbar. Ja? Und weil das dann nicht ins Konzept reinpasst zu einer Kritik an Heinz-Christian Strache, ist das im Mai 2019 dieser Satz einfach weggelassen worden. Und da sehe ich schon eine richtige Manipulation. Da müsste man genau hier, wie wir es auch gesehen haben, auf dem Auszug, auf dem Transkript, auch sagen, wir hätten das Ganze bringen müssen und wir alle hätten vielleicht auch das Ganze, die ganzen Auszüge sehen sollen. Du hast ja das komplette Transkript gelesen. Es ist ja auch auf unserer Homepage oe24.at zum Nachlesen. Heinz-Christian Strache wird da punktuell entlastet. Wie schaut es aus mit Johann Kutenus? Ja, auch er sagt einmal sehr gut, nein, mit uns gibt es nichts Illegales. Also auch er wird entlastet. Inwiefern diese Entlastung jetzt besonders wichtig ist, ja, wenn man ständig sagt, wir machen nichts Illegales, aber wir horchen uns das ganze Zeit an, was die russische Oligarchin unter Anführungszeichen uns vorschlägt, das ist die andere Sache. Also, aufstehen müssen und gehen, oder wie?
Er hätte spätestens nach einer Stunde gehen müssen und sagen, erzählen Sie das wem anderen, aber wir machen so einen Scheiß nicht. Also Wiederschauen und wir sind weg. Ja. Die Versuchung war dann doch recht groß. Das passt irgendwo. Mich schon in der Wortwahl dem Transkript an, Entschuldigung. Aber man hätte natürlich aufstehen müssen und sagen, wir machen da nicht mit. Das ist natürlich auch ein bisschen der Situation geschuldet gewesen. Heinz-Christian Strache hat mir das oft erzählt. Man ist auf Ibiza, auf einer Ferieninsel, man hat schon was getrunken, man ist locker in lockeren Stimmung. Es ist 23 Uhr, 24 Uhr, man hat gut gegessen. Man redet lockerer, als wie man das wahrscheinlich in Wien in einem Büroraum machen würde oder im Vizekanzleramt im späteren das machen, gemacht hätte. Das ist natürlich klar. Mein Vorwurf und der Vorwurf vieler Österreicher bleibt, warum steht man nicht auf und geht? Wir schauen uns jetzt noch ein weiteres Detail aus diesem Transkript an, und zwar folgende Passage, die bezieht sich auf Strache, auf Vorhalt der Oligarchin, dass im Osten mehr möglich wäre. Da antwortet Heinz-Christian Strache in diesem Fall, nein, nein, aber jetzt sind wir ehrlich, mit jedem anderen Scheiß machst du dich angreifbar, und ich will nicht angreifbar sein, ich will ruhig schlafen, ich will in der Früh aufstehen und sagen, bin sauber, und wenn, dann tue ich was da, und da ist die Stärke, und wenn ich dann in Pension gehe, freue ich mich, wenn der eine oder andere Freund sich an mich erinnert und sagt, okay, okay. Die Syntax in diesen Transkripten, die ist oft ein bisschen schwierig zu entschwurbeln, sage ich einmal. Naja, aber das ist so die typische Ansicht von Heinz-Christian Strache. Ich kenne ihn schon 15 Jahre. Seine größte Angst war immer, in seiner Robin Hood-Rolle eben irgendwie aufgeplattelt zu werden. Ja? Das war immer seine größte Angst. Er wollte immer als Saubermann dastehen, hat mit diesem Image natürlich viele Wahlen gewonnen, durchaus grandios gewonnen. In Wien zum Beispiel war ein gewaltiger Zuwachs bei der letzten Wien-Wahl. Und das war halt sein Image. Und deswegen hätte er, so wie es hier gesagt, noch einmal betont, ich mache das nicht, weil das fällt alles auf mich zurück, dann könnte mich jemand erpressen, es könnte jemand sagen, du hast damals diese Millionen genommen oder diese Geschäftsbeziehung da begonnen, und das wollte er nicht. Ich habe heute mit ihm telefoniert über diese Stellen, das war sehr interessant, weil er hat gesagt, naja, ist für mich keine Überraschung, weil ich habe das immer gesagt, ich habe immer behauptet, dass es nie mit mir was Illegales gibt, dass ich dann nach der siebten Nachfrage dann sage, naja, rein theoretisch kann man alles machen, das war klar. Und ich frage mich auch wirklich, also wenn man das jetzt im Zusammenhang sieht, ja, wenn man da jetzt sieht, was da alles vorkommt, es kommen ja auch Stellen über die Casinos AG vor, die er sagt, die können liquidiert, weil die so nicht arbeiten sollen. Also es ist ja durchaus auch Belastendes drinnen. Muss man sich die Frage stellen, inwiefern das dann Stoff für eine Anklage ist oder für ein weiteres Verfahren. Also meiner Meinung nach, ich bin kein Jurist, ich bin nicht Staatsanwalt, aber hier muss man sagen, also dass man hier jemanden einen Strick dreht, dass er sitzen bleibt, wenn jemand was vorschlägt, also das wäre neu in der österreichischen Rechtsprechung. Jetzt sind 5 Minuten aufgetaucht von 7 Stunden. Weitere 5 Minuten, die wir kennen. Wie geht es da jetzt weiter? Kommen wir so zitzelweiß das ganze Video präsentiert? Vermutlich. Vermutlich wird es so sein. Da hast du recht, Herr Denis. Das wird wirklich so sein, weil immer stückweise am bearbeiteten Videomaterial an die Anwälte der Beschuldigten geht, natürlich auch an den Untersuchungsausschuss. Da ist sowieso nichts sicher, da wird sowieso alles rausgespielt, was zum Rausspielen ist. Und das wird uns wahrscheinlich jetzt begleiten, bis das ganze Video bekannt ist. Mittlerweile weiß ich ja schon einiges, was sonst noch im Video vorkommt. Sehr interessant ist ja, dass auch bisher eine der längeren Passagen nie veröffentlicht worden ist. Die Situation im Freien, wie die Gastgeber noch mit Heinz-Christian Strache, Tachyana Gudenus und Johann Gudenus im Freien gegessen haben. Da wurde ja auch aufgenommen und gefilmt. Und da wurde versucht, Heinz-Christian Strache in die Antisemitismus-Schiene reinzubringen, über sein Verhältnis zu Israel auszufragen. Und er hat da ihm klar beantwortet, wie er es immer macht, da gibt es überhaupt nichts. Und er ist klar strikt gegen Antisemitismus. Also er ist klarer Verteidiger der jüdischen Community. Er ist klar gegen jeden Antisemitismus und hat sich da
ganz konkret dagegen ausgesprochen. Und das ist ja auch nie gezeigt worden, weil es ihm nicht geschadet hätte. Und es sind da mehrere Passagen drinnen noch, auch über eine Situation, die insofern sehr interessant wird. Er redet lange über einen Herausgeber, über die guten Beziehungen zu ihm. Und das wäre auch sehr interessant für die Öffentlichkeit.